Was ist das 1:0? Lotomba. Sechste Minute. Das hat ja nicht lange gedauert. Schrägschuss aus rund 30 Metern und Luzern liegt zurück. Aras. Campo. Und dann geht es wieder knapp daneben. Mit Tejeda, der hier zum Abschluss kommt. Kann da noch mal. So lerne man auch nichts. Celestini gesagt, Juric. Ja, da wird plötzlich noch gefährlich. Der Ball geht Oberkante Latte. Und Tomi Juric. Nochmal, kein Offside. Sich immer wieder innerhalb von 2-3 Sekunden von 2-3 Lausannen umkreist. Machota an die Latte. Jetzt sind es also die Lausanner, die nur die Latte treffen, nicht die Luzerner wie in den letzten beiden Spielen. Monteiro. Pack. Zieht ab und macht das Tor. 2-0. Kwang Ryong Pak mit seinem vierten Treffer in dieser Saison. Ben Khalifa hier qualifiziert war, langer Streit mit seinem letzten türkischen Verein. Und das Tor zählt. Kein Offside, die Lausanner reklamieren vehement. Da war Marco Schneuli zuletzt mit dem Kopf dran. Zwei Spieler sind außerhalb des Spielfeldes gewesen bei diesem Tor. Jetzt herrscht da Aufregung. Cedric Itten blutet an der Hand. Aber ein Lausanner liegt auch noch. Auch gegen Vaduz, nicht nur gegen GC. Bertone, der Torschütze. Und hier ist der Ausgleich. Wieder Marco Schneuli, wer hätte das gedacht? Luzern kann ausgleichen, nachdem Lausanne wieder sichere Sieger ausgesehen hat. Also Fußball ist manchmal schon verrückt. Das hat nie danach ausgesehen. Plötzlich steht es 2. Hier war ein Foul am Torhüter. Deshalb das Spiel unterbrochen. In den letzten 20 Minuten. Neumeier gegen Martin. Neumeier trifft. 3-2. Gepfiffen. Martin kann es nicht glauben. Dann gibt es noch Gelb-Rot gegen Manier. Auch das noch, also jetzt geht alles drunter und drüber. Manier wird vom Platz gestellt. Nach der Sperre am vergangenen Wochenende wird er wieder fehlen. Und das nächste Spiel findet in Basel statt. Alle, guter Abschluss. Erste gute Möglichkeit für das Heimteam. Oh, keine Überraschung, das ausgerechnet. Minuten die Chance für Guillaume Moirot. Vielleicht die nächste Möglichkeit und dann landet der Ball im Tor. Klasse geschlänzt diesen Ball. Guillaume Moirot zeigt da seine Torgefährlichkeit. Sigrist kommt nicht mehr an diesen Ball. Ja, Kubo, einer der wenigen Liebe-Akteure, der sämtliche Partien bestritten hat und trifft hier zum 2:0. Natürlich klasse freigespielt von Thorsten Schick. Braucht dann nur noch einzuschieben.
aber auch dieser Treffer aus dem Nichts heraus. Kürze wird es dann den ersten Wechsel geben beim Berner Sportclub und vielleicht auch die nächste Möglichkeit und der nächste Treffer. Guillaume Ouaro, 3:0, 65. Spielminute. Doppeltor. Gültig vorbereitet von Thorsten Schick. Michi Frey mit der Möglichkeit. Ball kommt in den Rücken. Kubo, Riesensave von Benjamin Siegwitz. Und dann ist es Leonardo Bertone mit dem 4:0. Einmal gehalten, zweimal gehalten, dann gibt's kein Halten mehr für die IBE-Fans. Benjamin Siegrist hat alles versucht. Kann allerdings den vierten gegen freudiger. Aber dann kamen die Tore von Kubo und Ouaro und Michi Frey setzt noch einen oben drauf. 5:0. Gibt es also die Kanterniederlage für den FC Vaduz und auch Michi Frey hat seinen Treffer heute erzielt. Saisontor Nummer 5, Entschuldigung. Der Ball von Wigler auf Facchinetti kommt an. Tuno Vorlopper und vergeben mit Fasnacht eine nahezu hundertprozentige Chance. Öffnender Pass von Bigler auf Facchinetti. Hediger. Und dann Reimann. Reimann verdattelt das Ding. Dann Fasnacht. Auch er braucht zu lange bis zum Torschuss. Da waren sie zu umständlich. Die Thuner gegen unsichere St. Galler, die hier zuerst. Und Toko am Oberschenkel ist. Toko macht auch in der zweiten Halbzeit zuerst einmal mit. Und das ist der FC St. Gallen mit Albian Ayeti im Strafraum. Schöne Drehung, Pass hinein, kommt zu Albert Bunyaku. Guter Auftakt für St. Gallen. Freistoß von Michael Facchinetti, er lupft den Ball aufs Tor, Lopar hält. Facchinetti, der eine St. Galler Vergangenheit aufweist. Das gilt nicht nur für ihn, sondern das gilt für die gesamte Mannschaft. Hier Thun mit der Chance aufs 1:0 durch Joel Geismann. Und dann eben solche Passivitäten und dann ist Zedo Dumbia zur Stelle und Delgado mit dem 1:0 für den FC Basel. Ich wollte eben sagen, wenn sie nach oder für Ballkontakte bezahlt werden in diesem Spiel, dann haben Gnischi und Zesiger schon einiges auf dem Konto, aber so richtig. Traore, Balanta hier geschickt und dann gibt es Elfmeter. Ja, lieber Herr Lamonchi, was hat die Hand oder der Arm da oben zu suchen? 22. Minute, Delgado mit dem Doppelpack, 2:0. Elliot Andersen, Manuel gegen Gaba. Gute Übersicht und der Abschluss. Da haben wir die erste Chance. Sigurd Jonsson in der 67. Minute. Und dann Chance hier für Richmondsi. Habe ich jetzt wirklich Chance gesagt? Jawohl. Also hier Kala. Der Kala bleibt dran und prüft hier Vasovasic in der 79. Minute.
Und schon der erste Vorstoß. Carlitos und das erste Tor. Theofanis Gekas. Das ist ja unfassbar. Gekas. Ziegler in vorderster Front. Und beinahe, da kommt Karlen da noch zum Abschluss. Auf der Linie abgewehrt. Und dann Seitennetz schließlich, also höchste Aufregung wieder im Strafraum. Beim FC Lugano. Gekas dann mit dem Nachschuss. Hier nochmal. Hier Karlen. Einwurf. Kass. Gekas. Salvi kann wieder in höchster Not klären gegen den Griechen. Powerfußball im Moment. Wieder Akolo mit der Vorbereitung. Und dann Gekas sofort abgezogen. Sie und den Ball mal hat, dann wird aufgerückt. Das ist kein Offside, Akolo, 2-0. Das musste so kommen. Sverotic mit der Vorlage, Akolo nicht im Offside. Peter Zeidler hat offensichtlich das Händchen dafür. Gekas, 3-0. Ja, wenn man so frei abschließen kann, zweites Tor für den 36-jährigen Griechen. Arioski. Wieder Arioski. Ja, der macht beinahe das Tor, aber das Tor kommt. Für den FC Lugano von Asia Alioski, großartig vorbereitet. Also, das versteht niemand. Der geht einmal mit nach vorne. Sierro. Und der Ball ist drin. Noch leicht abgefälscht. Karlen bei seinem innerhalb von 3 Minuten etwa vierten Versuch. Carlitos. Und das ist das 5:1. Vero Salatic, der Torschütze. Für ihn der erste Treffer in dieser Saison. In der Nachspielzeit.